St. Pölten, knapp 50 Autominuten von Wien entfernt. Etwas mehr als 50.000 Einwohner. Die Bevölkerungsstruktur ist geprägt durch die rundum angesiedelte Industrie. Riesige Bauvorhaben am Rande des alten Stadtkerns lassen großstädtische Ambitionen St. Pöltens erkennen. Im vorigen Jahrhundert war St. Pölten eine Bischofs- und Garnisonsstadt mit einigen Großindustrien und einem eigenen Theater. Daran hat sich auch heute noch nichts geändert. Nur hat sich die Stadt inzwischen zu einem bedeutenden Zentrum für Wirtschaft und Handel sowie für Ausbildung und kulturelle Ereignisse entwickelt. Mit Österreichs ältester Fußgängerzone, die mehrere Straßenzüge umfasst, hat man gleichzeitig die Altstadt gerettet. Der Rathausplatz hat beinahe südländischen Charakter. Architektonische Zeugen einer nicht immer glücklichen Vergangenheit bilden einen Kontrast, aber nicht unbedingt einen Gegensatz zur Jetztzeit. Maggie, erzähl mir was über deine Familiengeschichte hier in Stössing bei St. Pölten. Das ist das Elternhaus meiner Mama. Mhm. Und das war ein ganz kleiner Bauernhof mit 5 Kühen und ein paar Schweinen und ein paar Händeln. Und das war eigentlich sehr idyllisch. Ich bin mit den Kälbern in den Wald gegangen. Bei Kälber laufen die ja nach, eigentlich wie kleine Hunde. Und ich bin bei den Ferkeln unter der Lampe gelegen. Das war einfach wirklich, wirklich schön. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel arbeiten müssen. Zum Beispiel da hinten, dieses Feld, das war eigentlich voller Steine. Da haben wir wirklich Wochen verbracht, auch wir Kinder, um Steine aus der Erde zu holen und wegzubringen, damit das Feld einfach ein bisschen fruchtbarer wird. Wir haben Heuernte helfen müssen. Also es war keine Arbeit, quasi, die wir als Kinder nicht verrichtet haben. Und da war es oft auch spät in der Nacht. Der Opa kommt ursprünglich aus dem Bezirk Lilienfeld und hat das vor dem Krieg gekauft, diese Landwirtschaft hier. Und ist dann mit seiner Frau, die von dem Bauernhof da drüben stammt, eben hierher gezogen. Und die haben dann 2 Töchter bekommen, eben meine Mama und die Tante Milli. Und der Papa stammt auch aus einem Bauernhof, allerdings aus Neulenkbach. Das waren 9 Kinder. Ja, große, große Familie. Wenn wir uns treffen, sind wir mindestens 200 Leute. Prost einmal. Zum Wohl. Prost. Prost. Was ist? Traust du nicht, gell? Angst. So, meine Herren, wollt ihr spritzen? Nein, danke. Schade. Naja. Schaut nicht gut aus, vielleicht. Ich sag's euch nur. Schaut nicht gut aus. Wir können es dann gleich wieder weinen. Das ist meistens so. Du bist damit geschrieben? Ja. Und das auch nur, weil man lieb zu dir war, weil du der große Bruder bist. Mhm. Und jetzt wollte ich dich bitten, dass du mir St. Pölten zeigst. Der Herrenplatz verdankt die zierliche Mariensäule einer Stiftung des kunstsinnigen Propstes Johann Michael Führer. Das ist der Herrenplatz. Ja. Und was mich total freut, das hat wirklich bei St. Pölten relativ spät begonnen, dass St. Pölten so belebt wird, auch die Plätze eben, dass da Cafés entstehen, dass ein Leben entsteht. Das hat St. Pölten wirklich sehr, sehr lange gefehlt. Die Zweiteilung der Stadt in einen geistlichen und einen weltlichen Herrschaftsbereich, die Passauer Bischofsdomäne und die Quartiere der Bürger ist noch heute im Stadtkern erkennbar. Das ist eine wirklich wunderschöne barocke Innenstadt mit wunderschönen alten Häusern. Man muss sich nur umschauen. Es ist wirklich herrlich. Es war ja Jakob Brandauer da, Mungenast, Daniel Gran, alles barocke Künstler, die hier in St. Pölten auch gewerkt haben und viel Schönes hinterlassen haben. Du wirst jetzt schauen. Du wirst ein St. Pöltener. In dem alten Geschäft, das war immer ein sehr, sehr schönes Geschäft, das Schubert hieß das. Und da, das war eine Buchhandlung und dort habe ich meine Partituren und die Noten gekauft. Ah, okay. Zum Klavier spielen wir alle. Das war so richtig innen noch mit Holz und allem. Ja, da vorne ist dann die Kremsergasse gehen wir. Und genau an der Spitze, da wo wir jetzt hinkommen, bei der nächsten am Riemerplatz, dort ist eines der ältesten Häuser von St. Pölten. Warum ist es einer der ältesten Häuser? Hier war früher die Handelsstraße durch nach Wien. Ist die gegangen. Okay. Und da sind natürlich die ersten Häuser auch entstanden, wo Gastwirtschaften, wo man die Pferde unterbringen konnte. Das besonders Schöne ist, da war ich deshalb auch öfters, weil da war unten eine Fleischhauerei einer Familie, Batz und Reibenwein, der das Haus auch noch immer gehört. Und da habe ich mir, wenn wir einen Wandertag hatten und einen Schulausflug, durfte ich mir da eine Semmel holen.
Wie viele Kinder seid ihr eigentlich? Ich habe 4 ältere Brüder. Und mein Papa hat immer gesagt, ich habe 4 Kinder und eine Tochter. Und warst du immer die Prinzessin? Ja, natürlich. Ich war natürlich die Jüngste und das einzige Mädchen. Ich war eine Prinzessin. Ich war durchaus auch, wie soll ich sagen, ich habe meine Brüder unter Kontrolle gehabt. Und ich konnte auf Knopfdruck weinen, wenn ich irgendwas wollte. Und dann hat der Papa geschimpft, weil die Prinzessin, die musste natürlich beschützt und verteidigt werden. War die Maggie schlimm? Schlimmes Kind? Nein, schlimm war es nicht. Sie war sehr zielorientiert. Und sie hat natürlich 100%ige Rückendeckung vom Papa gehabt. Klar. Und hat das auch gut zu nutzen gewusst. Sie hat ihre Gefühlswelt voll unter Kontrolle. Also, ich habe das schon erzählt, dass ich auf Kommando weinen konnte. Ja, ja, ja. meine Herren, ich spüle einen Gang. Was wir alles gemacht haben, wir haben im Wald Baumhäuser gebaut und im Heuboden haben wir Geheimverstecke, Tunnels durch die Binkeln gemacht und dann haben wir Lianen geraucht, lauter so Sachen, was halt Kinder so machen. Mach es mal, denke ich mal, wie hat das meine Mutter überhaupt ausgehalten, weil wir sind einfach abgehauen. Und da gab es sogar Dinge, wir sind dann da über diese Berge, am anderen Berg drüben wohnt meine Tante und dort sind wir einfach hinmarschiert. Wir waren, Handy gab es natürlich noch keines, es gab nicht einmal ein Telefon hier im Haus, sondern der Wirt oben hatte das einzige Telefon und die Kinder waren einfach, ich war 5, meine Brüder 7 und 8 und wir waren einfach weg, stundenlang, bis wir halt dann bei der Tante Mili am Durlas Bauernhof aufgetaucht sind, komplett dreckig, barfuß und dann hat die Tante Mili halt da den Wirten angerufen und gesagt, falls die Kinder suchen, mit Sicherheit suchen sie sie, sie sind bei mir, es geht ihnen gut. Wart ihr dann später auch die Beschützer von der Maggie und wenn ihr ausgegangen seid, wie war das eigentlich? Der Fähre waren sie entwachsen. Obwohl man sie jetzt nicht mehr merkt, weil ich bin einiges älter. Und ich war schon zu groß. Aber wir waren total viel unterwegs gemeinsam. Dauernd. Immer, ja. Ja. Jedes Wochenende. In der Fabrik. Arbeiten. Also unseren Großeltern haben immer erzählt, wenn wir noch am Feld waren und haben gearbeitet, oder? Wir müssen nur in die Fabrik und die haben gesagt, na Jesus, die jungen Leute so fleißig. Das ich muss dazu sagen, da hat es eine Diskothek gegeben. Eine große, die hat Fabrik geheißen, in Rauberg. Diskothek und Fabrik, das hat nicht zusammengepasst, die Namensbezeichnung. Ja. Wie ist der Altersunterschied zu deinem ältesten Bruder? 8 Jahre. Meine Mama hat mit 17 Jahren das erste Kind bekommen und mit 25 hatte sie 5. Aber sie war die beste Mama ever, wirklich. Meine Mama ist der Inbegriff einer Mama, wie man sich das vorstellt. Wir kommen fast die Tränen dann immer, weil meine Mama war immer nur lieb und ja, tröstend, beschützend, sehr tolerant und einfach, ja, schön. Bei 5 Kindern muss man tolerant sein. Das glaube ich auch, ja. Da kann man sich nicht wegen jedem Kinkerlitzchen aufregen, weil das überlebt man dann selber nicht, ja. Habt ihr als Kind in einem Zimmer geschlafen eigentlich, zusammen? Nein. Also wir eine Zeit lang, aber nicht lang. Du warst die Einzige, die eigentlich. Ja, aber es wären genug Zimmer da gewesen dann. Aber ja, ihr habt euch ja gefurchten, weil ihr einfach total feiglich seid. Nein, ich mag nicht alleine schlafen. Wer hat immer gefurchten? Ja. Der war so ängstlich. Bin ich wenn, er, ja, wenn er in der Nacht auf die Toilette gegangen ist und wir das gehört haben, haben wir uns hinter dem Vorhang versteckt. Und wenn er wieder kommt, haben wir Puck gemacht. Danke. Bitte, jetzt wissen es alle. Ja, super. Jetzt ist es ein bisschen gefeiert. Es ist ja gut. Ist ja alles jetzt gut. Bist du eher ja, ich spüre es immer noch. Fertig. Und diese Westen, die hat meine Oma für alle Enkeltöchter gestrickt. Also die hat eigentlich unterbrochen gestrickt und die unfassbar kunstvoll bestickt mit Blumen aller Art. Und ich habe diese Weste, genau die habe ich noch und die habe dann meine Tochter angehabt. Die Oma war auch immer nur lieb. Ja. Die Oma, die hat uns immer nur auch abgeschmust und alles haben wir dürfen. Und die Oma hat halt immer versucht, auch mir beizubringen, was welche Pflanze ist. Die hat natürlich so den typischen Bauerngarten gehabt. Und jetzt, wenn ich drehe für Zurück zur Natur. Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gibt es Menschen, die sich diesem Problem stellen und in der Lebensmittelproduktion neue Wege gehen. Habe ich so oft meine Oma im Gedanken,
was eben die Leute jetzt wieder machen, eben dieses Zurück zur Natur, wieder selber was herstellen aus Obst oder was halt immer so wächst und gedeiht, was man schon lange vergessen hat, und das Wissen wird wieder raufgeholt und da fällt man ganz oft die Oma ein. Und wir haben ja da oben eine kleine Kapelle und da hat die Oma halt immer, da hat sie den Blumengarten gebraucht, weil in der Kapelle mussten immer schöne Blumen stehen. Und da war drinnen die Lourdes, Mutter Gottes, weil meine Urgroßeltern waren die ersten Österreicher, die damals nach Lourdes gefahren sind. Die haben damals 2 Ochsen verkaufen müssen, es war viel damals, und die verkauft, um nach Lourdes pilgern zu können. Und dann haben von dort diese Mutter Gottes mitgebracht. Gläubige Familie war wichtig, ja. Gerade am Land, ja. Wahrscheinlich. Absolut. Du warst im Kirchenchor. Ja. Ihr wart als Familie engagiert in der Kirche, oder? Ja, natürlich. Wir waren ja Jungschar. Und ich war 2 oder 3 Mal, ich weiß es nicht mehr, Bibelkönig von Wagram. Und wie war das im Kirchenchor eigentlich? Wie oft habt ihr geprobt? Jeden Donnerstag, 17 Uhr. Vergiss ihn nie, war Kirchenchorprobe. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da sind die Geschwister auch alle. Alle? Wir waren alle im Kirchenchor. Alle. Ja. Da mussten sich dann die Brüder entscheiden, ob sie jetzt diesmal ministrieren oder singen. Ja? Alles geht nicht. Aber es war einfach lustig. Ich glaube, wir waren einer der Ersten, die wirklich rhythmische Messen gemacht haben, auch weißt du, mit Gitarre und Schlagzeug. Und das war einfach lustig, hierher zu gehen. Auch. Also ich habe Kirche einfach für mich so positiv und als Gemeinschaft erlebt. Ja? Also, ja. Und hier bist du auch getauft worden? Genau. Und auch meine Tochter wurde hier getauft, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach ein schöner Zusammenhalt doch wieder und eine Zusammenführung der Geschichte. Wir haben eine ganz, ganz große Taufe gemacht für meine Tochter. Da waren ja Freunde der Familie, weil wir uns so gefreut haben. Hast du dir jemals als Kind überlegt, Bäuerin zu werden? Nein, definitiv nicht. Und ich kann auch genau sagen, warum und warum ich auch nicht Tierärztin werden wollte. Weil ich es nie zu Wege gebracht hätte, ein Tier zu schlachten. Und das ist aber auch einmal so auf einem Bauernhof, weil sonst ist es ein Gnadenhof. Und darum war für mich immer ganz klar, das geht sich nicht aus. Und was ist es dann eigentlich für ein Beruf oder Berufswunsch geworden? Also ursprünglich wollte ich Zahnärztin werden. Mhm. Und habe auch begonnen zu studieren in Wien, Medizin. Und in den Ferien habe ich einen Job gesucht. Und die Laudea hat damals immer in den Ferien, wenn mehr Flugverkehr war, sogenannte Saisonetten aufgenommen. Ein seltsamer Begriff, aber er hieß so. Und ja, das war für mich total spannend. Ich war mit meinen Eltern, wir waren nie auf Urlaub. Ich bin ein einziges Mal, bevor ich Stewardess wurde, geflogen. Das war zur Matura-Reise. Mhm. Und dann war mein erster Flug gleich mit Niki Lauda. Ich glaube, das Berufsbild des Flugbegleiters ist vielleicht mit dem Klischee behaftet, also dass man dann vielleicht besonders leicht einen Mann fürs Leben findet bei der Arbeit. Ich will dazu sagen, es ist auf Langstreckenflügen kommt es sicher oft zu längeren, netten Gesprächen. Aber zu meiner Person kann ich dazu sagen, dass ich aufgrund dessen eigentlich noch nie im privaten Kontakt mit Passagieren getreten bin. Und dann natürlich auch der berufliche Werdegang. Das Glück muss man auch haben, ja, dass man auch mit dem Niki Lauda viel zu tun hat, der mich mitgenommen hat zu Grand Prix. Leute kennengelernt habe wie Bernie Ecclestone. Ich bin geflogen mit den Spice Girls, die ganze Tournee mit Bruce Springsteen oder Phil Collins. Das sind schon Dinge, die spannend sind. Das erlebt nicht jeder. Und dann noch einmal das Glück zu haben, dass Hans Dichand dich holt. Und dass man mit denen so eng arbeiten kann. Dafür beneide ich mich selber fast. Ja. Und ich habe so viel gelernt von ihnen. Und Fernsehen ist dann auch noch dazu gekommen. Genau, Fernsehen kam dann auch noch dazu. Da haben wir gespielt, Pool haben wir keinen gehabt. Da herunten im Bach haben wir ein bisschen Abkühlung gefunden. Und was haben wir auch gefunden? Damals noch Krebse. Das sind ganz heimische Flusskrebse, ja. Ich würde mir am liebsten die Schuhe jetzt ausziehen, weil da kann man ins Wasser steigen. Das ist abkühlend und das ist einfach schön. Da gab es dann auch noch den Kuhfladen-Contest mit meinen Brüdern, ja. Wo wir barfuß in die knusprigste Kuhflade gehüpft sind. Und was habt ihr mit den Krebsen gemacht? Gar nichts, die haben uns nur angeschaut. Also nicht gekriegt? In Gottes Willen, nein. Nein. Die haben uns nur angeschaut und es war einfach ein besonderes Tier, finde ich. Für uns Kinder, die wenn einmal nach Schönbrunn aufgekommen sind in den Zoo, war das einfach schon etwas Besonderes. Kühe, Schafe, Hühner, das hat man kennt, aber ein Krebs,
die ging, wenn man rausgenommen hat. Und dann hat man oft unten noch die Eier drauf gesehen, schon bei dem Weibchen. Es war einfach spannend. Und das sind ganz heimische Flusskrebse? Flusskrebse, ja. Die fühlen sich dadurch, dass da eine Brücke eben ist, eine kleine, sind sie geschützt. Und das mögen diese Tiere. Da haben sie Versteckmöglichkeiten, nämlich auch vor Fressfeinden von oben. Es ist ja nicht so, dass die Vogel nicht auch Lust haben auf einen Flusskrebs. Das Einzige, was ich gefunden habe. Ja, das ist ein Blutegel. Und die, glaube ich, gibt es da nicht ganz so selten. Vielleicht sind wir ja wenigstens eine Wasserschlange. Nein. Naja, nichts mit den Krebsen. Nein, keine Krebse. Ich hab's befürchtet. Maggie, durch deine Arbeit bei der Kronenzeitung konntest du oder kannst du vor allem auch besonderen Kindern helfen, notwendige Therapien mit Tieren zu bekommen. Wie hat denn das alles begonnen? Die Felicitas ist für mich wahrscheinlich eines der intelligentesten Pferde, das ich je kennengelernt habe. Und ich habe viele, viele Pferde kennengelernt, Gott sei Dank, weil ich ein großer Freund bin. Und sie war eigentlich ja auch der Beginn für den Lichtblickhof. Ja, sie war eigentlich wirklich mein Beginn. Ich habe durch sie Pferde ganz anders verstehen gelernt. Sie war ein Wildpferd aus Uruguay, das ich kennenlernen durfte und das all mein Wissen über Pferde völlig auf den Kopf gestellt hat. Also die Felicita hat ein irrsinniges Gefühl für Menschen, für Emotionen, kann auf eine Art und Weise Kinder spüren, wenn sie Not haben und das zurückmelden, wie ich das vorher noch nie bei einem Tier gesehen habe. Und eigentlich hat sie mich dann gelehrt, da wirklich noch genauer hinzuschauen, was Pferde für feine Wahrnehmungen haben. Und das ist das Faszinierendste für uns, dass wir sogar in einer Studie zeigen konnten, dass der Herzschlag der Pferde sich mit dem der Kinder synchronisiert. Und das ist ein Gefühl von Einheit, das einen auf Wolke 7 schweben lässt. Es ist so ein schönes Beispiel für mich auch, zu zeigen, dass Tiere noch so viel mehr können, als wir überhaupt noch ahnen und glauben. Wie wir mit Tieren oft umgehen, als wären sie wirklich eine Sache. Und dabei sind sie so feinfühlige Lebewesen, geben so viel zurück, können so viel Hilfe geben. Und ich bin einfach total froh, dass ich euch seit 16 Jahren begleiten darf. Wie war das für dich als Jugendliche, die ersten Ausflüge? Also ich durfte viel, viel mehr schon früher als meine Brüder. Dann war die Vespa-Zeit, das war überhaupt die coolste Zeit damals, dass du endlich Moped fahren darfst und du konntest vom Stadtbad zur Konditorei fahren, zum Eisgeschäft und dann hat man sich am Rathausplatz wieder getroffen. Jeder hat irrsinnig cool geschaut, jeder war einfach total cool. Man hat vielleicht gar nicht so viel miteinander geredet, aber man war total cool. Und gab es auch sowas wie ein Lieblingslokal? Ja, es war genau da jetzt in der Kremsergasse, gab es das Café Melange. Das war im ersten Stock oben. Da sind wir drinnen gesessen. Okay. Viel haben wir uns nicht kaufen können, meistens nur Soda Zitronen. Für mehr hat oft das Taschengeld nicht gereicht. Ja, da war das, dass man da durch diese Passage, kleine Passage reingegangen, und oben in den ersten Stock. Und wenn man richtig Glück hatte und die Coolsten, die durften dann im Erker sitzen. Der erste Kuss auch da oben? Der erste Kuss war nicht da oben, nein. Das erste Küsschen von einem jungen Mann war im Wagram tatsächlich im Pfarrsaal. Da war ein Faschingsfest und dort habe ich das erste Bussi bekommen. Das St. Pöltener Rathaus fügt sich harmonisch in das Ensemble der Altstadt. Gotische Formen sind aus der ersten Bauepoche des ehemaligen Herrensitzes vor fast einem halben Jahrtausend erhalten geblieben. Da sieht man schon schön das Rathaus von St. Pölten. Die barocke Hauptfassade wurde vor 30 Jahren erneuert und damit für das Stadtbild gerettet. Als ich jugendlich war, war da alles Parkplatz. Und das finde ich auch toll, dass man einfach die Autos mehr und mehr verbannt, zwar reinlässt, mit Tiefgaragen baut und diese wunderschönen Plätze den Menschen als Möglichkeit gibt, einander zu treffen, als Begegnungszone. Ja? Ein herrlicher Dom. Das Herzstück des alten St. Pölten. Vor 900 Jahren wurde an dieser Stelle unter den gleichen Sternen die erste Messe gesungen. Schon schön, der Dom. Ich glaube, es ist mitunter eine der schönsten Kirchen in Niederösterreich. Ja.
Den Hochaltar adelt ein Meisterwerk kirchlicher Kunst. Maria Himmelfahrt von Tobias Pock aus der Nachklangsepoche des Dreißigjährigen Krieges. Da war ich oft herinnen mit meiner Mama, wenn wir einkaufen gegangen sind in die Stadt. Dann haben wir einen kurzen Blick in den Dom geworfen. Und der schönste Tag für mich war natürlich auch der, dass ich hier geheiratet habe. Das war schon schön, diese prachtvollen Kulisse da reinzugehen mit meinem Papa und meine Nichten vorweg, alle als Blumenmädchen und die Herren alle im Cut und die Damen alle mit Hut. Und ich bin da reingegangen und gewusst, ich mache genau das Richtige. Mhm. Das vergesse ich nie, das Gefühl, ich bin da hin und habe gewusst, das ist genau das, was ich jetzt machen will, das ist das Richtige. Schön. Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an den lieben Gott, wie wäre der? Dass alles so bleiben soll, wie es ist, wirklich. Wäre ich ganz sentimental gleich, aber ich habe wirklich ein Glück in meinem Leben. Es ist schön. Ja. Was ist das, was ich kenne von dir? Im Blickwinkel oder nicht jetzt in Oberbewusstsein, in Unterbewusstsein, nehmen die Mauern das schon zur Kenntnis. Ja. 36 Jahre alt, faktisch die Mutter der Mannschaft, verlängerter Arm ihres Gatten auf dem Feld und Vorbild in jeder Beziehung, Lise Prokop. Diese Position zeigt ja nicht den Kampf auch. Also, es ist ja ein Unbewusstsein, was ich da mache. Ja, ne? Das ist ja nicht eine Aktion, sondern eine Reaktion, nicht? Auf irgendeine Situation. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig für die Mannen. Komm, komm, komm! Zurück! Ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Das ist auch, warum ich getauft bin, Peter. Weil ich als kleines Kind, wenn ich einen schwarzen Peter nicht gekriegt habe, immer gewarnt habe, sieht man ja einen Zusammenbruch gehabt nach schweren Niederlagen. Ich kann damit besser umgehen, aber gut noch immer nicht. So wie ich bin, glaube ich, kennt mich die Öffentlichkeit viel zu wenig. Ich bin zwar sehr, sehr, sehr konsequent, auch mir gegenüber sehr konsequent, aber eigentlich ein unglaublich barzwacher Bub. Konntet ihr auch leben vom Sport? Nein. Wir haben viel, viel Finanzielles investiert. Aber hast du von den Eltern zum Beispiel Geld gekriegt? Unser Hochzeitsgeschenk von meinen Eltern war zwei Tücher und zwei Polster. Ja. Ja, aber ist auch gegangen. Mama Weg 2. Das ist dein Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Bin hier in dem Haus geboren. Ist deine Hausgeburt? Ja, ja. Okay. Meine Geschwister alle. War eine sehr interessante Geburt. Mein Vater war ja da Zahnarzt, im zweiten Stock da oben. Und er ist am 11. Juli geboren. Und meine Mutter ist eine Woche vorher gegangen, dass das Jahr der Hälfte wird. Und so war es auch. Du bist am Geburtstag des Vaters auf die Welt gekommen. Okay. Wenn ich oft spät heimgekommen bin ich dahin aufgeklettert. Ich habe dann immer schon ein Fenster, bevor ich weggegangen bin, aufgemacht und da über den Balkon hinaufgeklettert. Ich war das kennen als du. Und das Fenster, was ich offen gehabt habe, von außen eindrückt. Und mein Vater hat nicht gewusst, wann ich heimgekommen bin. Meine Mutter hat das natürlich gewusst. Und die hat immer gesagt, Bruder, bitte pass auf, dass du nicht runterfällst. Und eigentlich bin ich das erste Mal seit damals wieder da. Echt wahr? Ich habe es von außen nicht gesehen. Oder? Da hineingegangen, seit dem 85 Jahren. Das sind die Eltern. Vater schaut ein bisschen krantig. Den habe ich nicht oft lachen gesehen. Nicht? Nein. Er war sehr ernst, sehr, sehr streng. Ich habe meinen Vater zum Beispiel nur einmal in meinem ganzen Leben weinen gesehen. Und das war, wie ich mit 24 nach Tokio gefahren bin und da gewusst hat, dass ich ein halbes Jahr weg bin. Ja. Ja. Weihnachten war immer das Familienfest. Und der hat gewusst, zu Weihnachten
Der Bub ist nicht da. Das hat ihm so erschüttert. Das ist jetzt der sentimentale Platz in St. Pölten, mein Elternhaus. Ich war schon als Kind, der Familiengärtner. Wir haben da einen Zaun gehabt. Und der war schon. Und dann haben wir einen Apfelbaum gehabt, einen großen, einen Zwetschgenbaum, einen Trottenbaum, einen Birnbaum. Und wir haben gehabt natürlich Hund und ein Schildkröte und Igeln. Und dann haben wir mal mein Bruder, der gerade Medizin studiert hat, bei Bauerwurm im Krieg waren, hat er so ein ganzes Schweinhalt angebracht. Und ganz, weil ein Schwein hat halt nur so viel Junge, was sitzen hat. Mhm. Und die anderen werden halt demoliert. Und da brach ein Haxel, Ohrwaschel eingerissen. Und er ist immer mit, ich habe das genäht in der Ordination beim Vater, Gipshaxel gemacht. Und das zuerst in der Wohnung herumgehängt und dann im Garten. Meine Mutter ist mit ihr, wie mit einem Hund. Und da brauche ich mir auch mit dem Schweindl spazieren gegangen. Und wie es dann geschlachtet worden ist, haben wir alle gewarnt. Mhm. St. Pölten hat gewusst, der Prokop hat die Ordination immer, wo er wohnt. Und da sind oft in der Nacht Menschen gekommen mit Zahnschmerzen und der hat einen Zahn gesagt, und da war, die hat auch jemand gebraucht, einen Mensch aufsperren. Da war ich immer stolz, dass ich das hab machen dürfen. Mich, wa? Ja. Du hast assistiert. Ja. Und da hab ich ihm helfen dürfen. Das, da war ich sehr stolz. Und das da oben war unser Esszimmer. Und mein Vater beim Essen hat er, und das Schweinl immer da gewesen und hat was runtergeschmissen. Das war. Die Garage ist auch Garage gewesen. In der Garage habe ich einmal gehabt 40 Hasen. Ich war so ein Hasenzüchter. Und natürlich jeden Tag habe ich Hasenfutter pflücken müssen. Ja, was hast du mit den 40 Hasen gemacht? Hast du die dann gegessen? Nein. Nein, in die Tierhandlung. Wir sind 7 Kinder und eine jüngere Schwester. Das ist die einzige, die er noch lebt. Nachdem meine 4 Brüder alle Ärzte waren, geworden sind, war das eigentlich auch programmiert, dass ich Arzt wäre. Und mein Traum war, Sportarzt zu werden. Ne? Wo waren dein Zimmer? Unterschiedlich. Ja, je nachdem, wie wir alt worden sind. Und dann habe ich dort vorne das letzte, das war nur ein relativ großes Zimmer, Freibude. Ich kann mich noch erinnern, ein einziges Mal in meinem ganzen Leben habe ich von meinem Vater Tätschen gekriegt. Und nicht eine, sondern mehrere. Weil ich mit meiner jüngeren Schwester einen Kampf gehabt habe. Und weil ich mich so geärgert habe, habe ich einen Zopf abgeschnitten, die aber so lang waren. Ein bisschen geschäbert. So schön die Jugendzeit da war. Da war die erste Frau, mit der du im Bett warst. Jawohl! Die Marili Schmidt. Was ich alles weiß. Ich hab zu meinem 60er ein großes Fest gehabt. Bei dem großen Fest habe ich dann dort verkündet, wo der Herr Landeshauptmann da war, der Herr Bischof kommt und mein Freund Schranz und. Ich durchgegangen bin, mit dem Mikrofon gesagt, und mit dieser Frau, die lebt jetzt in Innsbruck, bin ich das erste Mal im Leben im Bett drin. Da habe ich dann vielleicht geschaut, ja, aber da vorher genau 2 Monate im Kinderwagen gemeinsam. Das war eine recht lustige Geschichte. Und die Mutter? Das war die Seele. Ja, mit 7 Kindern? Das war die Seele. Ja. Und die zweite Seele hast du geheiratet, oder? Ja. Zwar programmiert. Olympische Spiele Tokio. Am letzten Tag, wo sie gewusst hat, ich bin jetzt 6 Monate weg, war nicht zurückgekommen und wir haben uns noch gern, wollen wir sofort ein Kind und werden Olympiasieger. Das war so ein gegenseitiger Rüttelschwur. Und so ist passiert, Silbermedaille war auch schön. In Mexiko, bei der Siegerehrung, ich wollte auf keinen Fall bei den Journalisten sein. Bin ich in die letzte Reihe zu den Mexikanern umgesessen, aber wo nur Mexikaner waren. Und bin da umgesessen und habe allein gewandt. Ich glaube, jede 5 Kämpferin ist bei 200 Meter dann sehr, sehr nervös. Es ist weniger die Nervosität als eine gewisse Angst, jetzt im letzten Augenblick noch zu versagen. Und vor allem auch ein bisschen eine Angst vor der Strecke. Das ist toll.
die Neueröffnung der Skischule Annaberg. Inhaber Gunnar Prokop, staatlich geprüfter Skilehrer. Gelehrt wird österreichische Skischule. Was ist österreichische Skischule? Naja, der Ursprung der österreichischen Skischule ist in St. Anton, Krukenhauser. Und nach meinem Studium habe ich dort diese Skilehrerausbildung gemacht. Skifahren Österreich, das ist halt der Begriff. Ja. Wir waren halt stolz auf den Begriff Österreich. Das ist ein österreichischer staatlicher Skilehrer. Du weißt was. Ja, ich bin ja St. Pöltner, wie bekannt ist. Ich war dann als 15-Jähriger auf einem Weihnachts-Skikurs der Union, da, von Union Niederösterreich, und war ich zweimal Teilnehmer. Und dann war ich bei diesem Kurs schon als Skilehrer. Und hat mich dann interessiert für eine Skischule da. Und der damalige Bürgermeister, der auch Landtagspräsident war, der war sehr erfreut. Und 62 habe ich die Skischule begonnen hier und seit damals bin ich fast der Annaberger. Und wie kann man sich 1962 eine Skischule vorstellen? Angefangen habe ich mit der Lise und mit zwei einheimischen Buben, die halt Skifahren haben können. Wir waren vor allem Kinderskischule. Ne? Und wir sind halt jeden Tag in der Früh mit den Kindern runtergegangen, zum Mittag rauf, Nachmittag runter, am Abend drauf. Den ganzen Tag mit Ski auf und ab gegangen. Kein Lift, so wie das heißt? Kein Lift. Der erste Lift ist dann nach einigen Jahren gebaut worden. Da sieht man noch die Spur hinauf. Es war ein Schlepplift. Ich habe schon dann 20, 25 Skilehrer gehabt. Ne? Besonders zu Weihnachten und Semesterferien speziell, aber eben schon die ganze Saison. Großer Betrieb gewesen? Ja, hat sich entwickelt, so einen sehr großen Betrieb. Und es ist auch sozusagen eine gewisse Zufriedenheit, die du so in dir trägst, wenn du daherkommst und da denkst, das war ich vor 60 Jahren, hab das da hier aufgebaut, hab hier was probiert. Schön, ja, schon. Ist schön für dich. Ja, schon, weil ich irgendwo auch das Gefühl habe, dass die Leute es noch immer anerkennen, dass ich da wirklich etwas gemacht habe. Das war heute alles nicht da, wenn ich nicht angefangen hätte in der Skischule. Noch gar nichts da war. Ne? Und ja, das ist auch ein Teil meiner Vergangenheit, ein positiver Teil. Wie lange hast denn du die Skischule dann gehabt eigentlich? Ich schätze 25 Jahre. Und wenn du dich um einen Betrieb nicht mehr kümmern kannst, weil dann ein Lehrer war und so weiter, dann habe ich es verkauft. Und dass du was mit Sport machst, das war für dich immer klar? Das ist Beruf wird, war nicht klar. Aber ich bin also schon mit 6 im Turnverein gegangen, St. Pöltens Union. Und war dann auch ein ganz guter Geräteturner. Und Sport war immer mein Leben. Eigentlich wollte ich Sportarzt werden. Aber mit der Skischule dann habe ich zuvor Geld verdient. Und dann waren die Ideen weg. Und durch Zufall bin ich dann aufgrund meines Sportstudiums in St. Pölten eingeteilt worden. Und wie ich damals eingeteilt worden bin als Sektionsleiter für Leichtathletik, habe ich nie gedacht, dass die Olympiamedaille der Lise unser Leben einmal bestimmt. Ne? Weil ohne Medaille hätte Lise nie die Karriere gemacht und ich schon gar nicht. Ne? Für eine eigene Sportlerkarriere hast du dir das nie überlegt gehabt? Es wäre Turnen gewesen. Mhm. Ich habe aber dann einen Unfall gehabt. Wir haben ja in der Halle am Parkettboden unsere Bodenübungen gemacht und bin bei einem Flicksalter rückwärts ausgerutscht und bin am Kopf gelandet und habe meinen Dornfortsatz vom zweiten Halswirbel gebrochen, Querbruch. Wenn sie das verschoben hätte, war entweder tot oder von da weg querschnittsgelähmt gewesen. Dann habe ich 6 Monate Gips gehabt. Aber mit dem Gips immer Skifahren am Eibel in Tönitz. War halt die Attraktion. Da war der Kopf auch eingegipst? Ja, ja. Wirklich? Über die Stirn, Horn, bis daher. Und da war auch ausgeschnitten, wo der Kehlkopf ist. Und dieses Haus gegenüber von mir habe ich natürlich nicht so gut in Erinnerung, weil da bin ich ins erste Klasse-Gymnasium gekommen. Und ich habe natürlich ins humanistische Gymnasium gehen müssen, weil alle Brüder das gemacht haben. Mhm. Und das ist die wahre Bildung, habe ich immer gehört von meinem Vater. Von
War es ja reine Bubenschule? Ja, gell? Ja, ja, ja. Das hat es mir nicht gern gemischt. Reine. Ja, vielleicht war es eh gut. Hast du irgendein Lieblingsfach gehabt? Ja, ja. Noch Turnen natürlich. Mhm. Mir hat immer irrsinnig Mathematik interessiert. Latein, Griechisch? Da habe ich schon eben mehr Probleme gehabt. Vor allem in Griechisch. Und interessanterweise, mein Vater war ja doch wesentlich älter, 48 Jahre älter als ich. Und der hat, wenn er mit mir Griechisch die Aufgabe gemacht hat, der hat das alles perfekt im Kopf gehabt. Und Latein genauso. Das war schon eine andere Generation. Was hast denn du für Kleidung getragen? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich etwas anderes gehabt habe als eine Lederhosen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, bei der Erstkommunion habe ich ein schönes weißes Gewandel angehabt. Aber sonst immer nur Lederhosen. Und eine Geschichte kann ich mich erinnern, wir haben in der ersten Klasse Gymnasium so eine Klasse, so ein Wettkampf. Wer geht länger mit der Lederhosen? Dann war schon Schnee und ich bin bis am letzten Schultag vor Weihnachten mit der Lederhose gegangen. Meiner Mutter war das völlig egal, die sagt, kalt ist dir. Aber ich hab das gewinnen müssen. Ich habe dir den Herrn Wöll mitgebracht, das ist, glaube ich, einer deiner ältesten Freunde. Ja, wir sind miteinander aufgewachsen. Wir Volksschulalter. Ja. Volksschulalter, und da waren wir eigentlich jeden Tag beieinander. Ja. Und wenn ich da stehe, kann man nicht erinnern. Wirklich, das ist, da wird man fast sentimental. Ja. Jeden Tag waren wir da. Und oft schon vor der Schule. Ja. Und wir haben oft nach unseren Samstagpartys da einen Wurf-Wettkampf gemacht. Ja. Alle Kugel, Disco, Speer und Hammer. Ja. So, die Länge noch. Wir waren miteinander Bergsteigen, so klettern. Er ist der bessere Kletterer geworden. Er hat ja riesige Touren gemacht. Ich denke nur an die Große Zinne Nordwand. Große Zinne Nordwand. Und die habt ihr damals, glaube ich, in Rekordzeit gemacht, gell? Ja, wir waren die Ersten mit einem Biwak. Ja, ja. Sind Begehren. Ja, war wieder Hund. Aber auch wieder Hund. Ja. Wir zwei sind miteinander die Hürden, die 110 Meter Hürden gerannt. Der hat nämlich alles gemacht. Ja. Die 110 Hürden. Das war natürlich ein Wahnsinn. Er hat Hammer geworfen. Das haben wir eigentlich alles gemacht. Ja. Und das ist der Platz, wo die Lise einfach trainiert hat. Sie ist immer brav von Tullen hierher gekommen. Und das ist unser Beginn-Trainingsplatz. Wobei das eine ganz bescheidene Anlage war. 400 Meter Schlackenbahn, vierbahnig, gestaubt hat es, wach war es. Es war 1964, dass dort vorne war die Hochsprunganlage. Da ist die Lise 1,70 Meter gesprungen im 64. Ja. Das war damals eine enorme Leistung. Ja. Ich sehe das noch, wie wenn es gestern war. Alles wach, die Bahn war wach und du bist aber mit der Gierskandel umgerannt. Ja. Und mit der Walzen sind wir gefahren, dass das ein bisschen härter wird. Ja. Den Stab hochgesprungen sind wir mit dem Metallstab. Also ein Rail. Ein Metallrail. Der hat sich nicht durchgebogen. Nein. Und in Sand gelandet. Da hat es keine Matten gegeben. Nichts. Na, Hochsprung auch. Da hat es keine Matte am Anfang gegeben. Sand. Und die Lisa ist noch einen Rollsprung gesprungen. So, Hocke, gedreht. Aha, okay. Gibt es hier eigentlich noch etwas, was an die Lisa erinnert, hier am Platz? Ich habe einmal vor Jahren gesehen, dass es einen Lisa Brockhop-Kugelstoßkreis gibt. Der war zum Training war er früher da und jetzt ist er da hinten irgendwo. Ja, schauen wir mal. Schauen, ja. Das ist, glaube ich, nur der gleiche Balken, von wie die Lise trainiert hat. Als Fünfkämpferin war sicher der Kugelstoß mit 16,11. Das war das. In Mehrkampf gibt es heute auf der Welt keine, die das kann. Wirklich? Original, das ist der Original-Kugelstoß. Aha, da ist er. Ach schau, da steht 28 Staatsmeistertitel. Waren das? Ah, Studenten-WM hat sie gewonnen sogar. Ja, ja. In 67, ja. Ja. Auch in Tokio. Ja. Schön ist das, dass wir das gemacht haben, wa? Ja.
Guten Morgen, ich begrüße Sie bei der ersten Frühzeit im Bild im neuen Jahr 2007. Überschattet wird dieser Jahreswechsel durch den Tod von Innenministerin Lise Prokop. Sie ist gestern Abend um 22.20 Uhr auf dem Weg ins Spital St. Pölten in einem Notarztwagen gestorben. Ich habe ein unglaubliches, zufriedenes Leben geführt, natürlich mit Tiefpunkten. Ne? Und die haben wir natürlich auch einmal, wie wir da gemeinsam, die Lise und die Johanna Berg, begonnen haben mit der Skischule und das Haus gebaut haben, anders vorgestellt, den Lebensart zu verbringen mit meiner Frau. Ne? Das war wirklich ein menschlicher Rückschlag für mich. Wobei, man muss das schon ganz fairerweise sagen, die Wunden heilen, die Narben bleiben. Aber ich bin demütig und dankbar für das, für die schönen 80 Jahre. Auch auf dem letzten Weg ist die Anteilnahme groß. Auf dem Friedhof von Annaberg findet Lise Prokop ihre letzte Ruhe. Und wenn du auch einen Wunsch an den lieben Gott hättest. Ich hätte nur einen einzigen Wunsch, dass die Lise noch da wäre. Ich bin wunschlos glücklich. Kirchberg an der Pilach. Ja. War das da hier in der Jugend eigentlich sowas wie ein Abenteuerraum? Seid ihr schwimmen gewesen? Ich glaube, das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass das hier so grün ist und auch so mit dem Bad ein bisschen in Verbindung. Das war früher alles eher weniger zugänglich, glaube ich. Und hier? Hier bin ich zur Schule gegangen. Zur Schule, Volksschule? Volksschule, Hauptschule, Musikschule, Ballettschule, alles. Alles, was es gab. Wann warst du das letzte Mal da drinnen? Naja, so vor 15 Jahren ungefähr. Na, schauen wir. Schauen wir mal, wie sich's verändert hat. Wann hast du angefangen zu musizieren eigentlich? Also ich glaube, ich habe eigentlich immer musiziert, gesungen. Offiziell war ich in der Früherziehung mit 5 und dann hier in der Musikschule ab dem 6. Lebensjahr. Und wo war der Gesangsunterricht? Ja, es hat sich hier viel verändert. Ich glaube da, hinten im letzten Kammerl. Ja, genau. Hier waren wir. Witzigerweise hängt hier auch noch ein Foto von genau den beiden. Also das ist die Marianne, meine Gesangslehrerin gewesen. Und hier die Irene Thuron. Die hat sich mit mir mit Klavier gequält, war sehr geduldig mit mir und war dann auch meine Geigenlehrerin für ein Jahr mit 17. Was war das erste Lied, das du gelernt hast? Ich kann mich an das erste erinnern, das ich hier gesungen habe. Und das war Schubert, Liebhaber in allen Gestalten. Mit 6? Ja, da war ich schon 8. Und das, der Text war, ich wollte dich wie ein Fisch, so hurtig und frisch. Das ist bei meinen Freunden damals überhaupt nicht gut angekommen, also was ich mir da gedacht habe. Mittlerweile baue ich es manchmal ganz gerne sogar in einen Liederabend ein, weil ich es witzig finde, das Stück wieder rauszuholen. Mhm. Ja. Und du hast Gesangsunterricht gehabt? Mhm. Musikunterricht, also Instrumentalkunde auch? Oder hast du ein bestimmtes Instrument gelernt? Genau, also ich hab Klavier gelernt mit 6. Ab dem 6. Lebensjahr. Dann habe ich Gesang dazu gemacht, ab dem 8. Und dann habe ich eher so auch viele sportliche Aktivitäten gemacht, einfach weil das hier auch angeboten wurde. Und mit 17 habe ich dann gemerkt, dass ich gerne nach dem Gymnasium was mit Musik weitermachen würde. Und dann habe ich noch ein Jahr Geige gelernt. Das war nicht so erfolgreich. Also ich bin beim Gesang geblieben. Und hast du mit den Eltern, mit der Mutter oder mit dem Vater gemeinsam auch musiziert? Ja, ich hatte tatsächlich meinen ersten Gesangsunterricht mit meiner Mama hier für 2 Jahre. Mhm. Eigentlich war es so, dass sie singen wollte und nicht unbedingt alleine gehen wollte und sich gedacht hat, ah, die Christina macht sie gern. Wir gehen gemeinsam. 2 Jahre war das so und dann sind wir getrennte
getrennte Wege gegangen. Sie singt jetzt in ihrem Chor und ja, bei mir hat es sich weiterentwickelt. Konfliktbeladen, wenn man gemeint. Ja. Also absolut. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war natürlich auf jeden Fall auch konfliktbeladen, vor allem, wenn man dann gemeinsam am Klavier sitzen. Ich konnte halt spielen und das auch schon singen. Und ja, da gab es auf jeden Fall Diskussionen. Deswegen sind wir auch nach 2 Jahren getrennte Wege gegangen. Und dass du was mit Musik machen wolltest, das war immer klar für dich? Nein, ich habe lange Musik aus Freude gemacht. Also ich war auch hier, das war total stressfrei und ohne Druck. Ich bin halt hier sehr, sehr gerne hergegangen. Also ich habe hier so ein bisschen gewohnt auch. Du hast schon gesehen, draußen das Schwimmbad ist nahe. Einmal war ich zu spät für die Klavierstunde, bin ich mehr oder weniger mit dem Schwimmgewand und mit dem Handtuch. Also ich war hier mehr oder weniger zu Hause und bin dann wusste ich schon, dass mir Musik Spaß macht. Bin ins Borg gegangen, das war so der nächste Schritt. Das ist in St. Pölten die Schule mit einem musischen Schwerpunkt. Und erst dann, auch mit dem Kirchenkonservatorium, hat sich herauskristallisiert, dass man das beruflich machen kann. Das war eher so, dass das gar keine Option ist für mich gewesen, weil man wird nicht Opernsänger oder das ist nicht unbedingt der Beruf, den man ausüben kann, dass man lernen kann. Ich musste mich erst sozusagen einleben in diese Welt und für mich selber auch herausfinden, wie man das macht und wo man das machen kann. Deswegen war ich dann am Mozarteum, da war es dann klar. Hast du als Kind oder als Jugendliche besser gesagt dann schon das Gefühl gehabt, dass du hier weg musst? Ja, ein bisschen vielleicht. Ich habe mich hier immer sehr, sehr wohl und sehr geborgen gefühlt, wollte weg, wusste aber immer, ich kann auch wieder herkommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Gefühl. Das hat sich auch jetzt mit Covid so wieder ein bisschen entwickelt. Ich war immer weg. Plötzlich war ich wieder da. Also wir wohnen in St. Pölten, aber ich war einfach aufgrund der Situation auch wieder sehr viel hier. Also es war immer so ein bisschen mit dem Rückzugsort. Also das ist Heimat, oder? Ja, das ist für mich Heimat, absolut. Jetzt sind wir hier im Schloss. Ja. Und als letztes Jahr dann die Situation mit Corona war und wir, also mein Mann ist auch Sänger, plötzlich waren wir sind beide freischaffend. Ohne Beruf oder ohne mit einem Verbot, wir dürfen nicht auftreten. Und dann haben wir hier mit der Gemeinde ein Konzert veranstaltet, Freiluft, da so im Eck, mit einem schönen, das ist akustisch, hat das total gut funktioniert und die Leute sind hier mit ihren Meterabständen auf Sesseln platziert gesessen und wir durften ein bisschen für sie singen und es war für uns total schön und befreiend. Und ich glaube auch für die Leute hier im Ort sehr, sehr schön. Das war ein Benefizkonzert, das ging dann an die Musikschule, in der wir schon waren. Also da ging es dann darum, dass Kinder, die in die Musikschule gehen wollen und wo vielleicht das finanziell nicht so einfach möglich ist, dass es da Stipendien gibt für diese Kids. Und heuer, weil das letztes Jahr so schön war, machen wir das wieder. Ja, sehr gut. Genau. Ich habe eine internationale Karriere als Sängerin. Ich fühle mich in meinem Beruf total wohl. Und das hat natürlich alles hier begonnen, klar. Und, was war das hier? Also es war ein Schloss, hat dann der Gemeinde gehört. Ich glaube, es war auch mal das Gemeindezentrum. Ja. Und dann wurde das verkauft. Jetzt sind das alles Wohnräume, total schöne Wohnungen sind da drinnen. Und da hier der Weg? Ich bin hier im Sommer mehr oder weniger täglich mit dem Radl von uns zu Hause durchgedüst, durchs Tor Richtung Schwimmbad. Freiheit am Land ist was anderes als in der Stadt. Ja. Also man kriegt sie früher, glaube ich. Ich glaube, man hat sie immer. Immer. Sie ist eigentlich immer da. Das ist auch das, was ich jetzt immer wieder fühle, wenn ich in großen Städten bin. Also ich genieße das total. Aber ich brauche meine Freiheit und mein Grün. Das ist echt was ich so ein bisschen in mir trage. Total. Aber auch als Kind kriegt man die Freiheit früher, nicht? Also du darfst früher mit dem Radl fahren. Du konntest draußen, da war erst mal grün. Aber ja. Klar. Wobei, ich habe schon meinen Radführerschein gemacht. Gell? Also so ist es nicht mit 10 oder so. Ja. Warst du ein braves Kind?
Ich glaube schon, dass ich brav war, aber ich war sehr energetisch. Ich hatte sehr viel Power irgendwie und ich wollte eben so viele Dinge machen. Und dadurch, dass meine Eltern mir das auch erlaubt haben, war ich ein, würde ich mal sagen, ein braves Kind. Ja, meistens. Soll ich die Mutter dann Vater auch fragen oder besser nicht? Eher nicht. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht, die haben vielleicht auch beide unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Na, wann bist du das letzte Mal Traktor gefahren? Schon Zeit her. Aber mein Bruder, der Michael, der Jungbauer, der fährt viel besser wie ich. So ehrlich muss man sein. Grüß dich, Michael. Hallo, servus, servus. Genau. Schauen wir rein, oder? Ja. Das ist quasi der Fandlhof. Fandlhof. Genau, ja. Und die Urgroßeltern kommen woher? Aus St. Pölten, auch aus der Gegend? Ich aus der Gegend. Aus dem Tal her. Aus dem Tal, ja, absolut. Ja. Genau. Ganz gar nicht weit weg. Na gut, gehen wir rein. Schauen wir rein. Und habt ihr als Kinder viel mitgeholfen? Ich glaube, der Michael mehr als wie ich. Yeah. Aha. Oh, schau. Recht habe ich. Ich habe mich gern mit die Kaiwal gespielt. Ja. Also ich habe das schon sehr genossen. Aber gearbeitet in dem Sinn, na ja, wenn man uns braucht hat, waren wir schon da. Und so ist es das eigentlich stimmt, immer noch. Ja, wenn irgendwelche Situationen anfallen. Zu den Arbeitsspitzen bei der Futterernte ja, zum Beispiel. Ja, genau. Da teilt man sich das auch irgendwie ein und schaut, dass man helfen kann. War es stark unter Druck immer von der Schwester? Hat sie das sekiert? Ja. Du kannst dir nicht solche Fragen stellen. Ja. Da. Ich war mal vielleicht die Dominantere. Dominantere auf jeden Fall schon, genau. Ja. Zeig's mir noch ein bisschen was. Genau. Da hier. Also ich mag ja ganz gerne den Heuboden. Da ist es nicht so finster. Und aber ich meine, wenn man sich das hier anschaut, ich meine, viel besser geht's nicht mehr, oder? Also das ist auch mein persönlicher Lieblingsausblick vom Hof, da so um mich. Das ist einfach herrlich. Ja. So, jetzt schauen Sie, Kühe sind total neugierig. Ja, aber echt, ja. Ja, nein, was ist da los? Das gibt's ja nicht. Scheiße. Das ist euer Kinderparadies, oder? Also für mich auf jeden Fall. Ich habe mich hier immer wahnsinnig wohl gefühlt. Heuhupfen war einfach das Beste, das Beste als Kind. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das Beste ist doch immer. Ah, ja. Ist auch als Erwachsener noch gut. Ja, halt das ist toll. Das ist doch super. Und sich da reinlegen, oder? Genau. Man kann auch hier natürlich übernachten, das muss man sich mit dem Bauern ausmachen. Genau, aber ja, ist aber grundsätzlich möglich. Grundsätzlich ist es möglich. Ja, aber als Kinder habt ihr da sicher geschlafen, oder? Ja, und Verstecken gespült und in irgendwelche Löcher reingefallen und uns wieder rausziehen lassen. Michael, ja. Ja, ja, ist einfach schön. Ich bin einmal, man muss am Heuboden muss man immer aufpassen, weil in den Ecken, da sind oft Löcher. Weil du kannst natürlich das Heu nicht so weit nach hinten schieben und dann entstehen automatisch Löcher. Und ich bin einmal in eins reingerutscht. Ja. Und dann kommt man fast nicht mehr raus. Nein, da hab mich dann der Papa rausgezogen. Kannst du dich das nicht erinnern? Oh, ja, glaub ich, kenne die Geschichte. Ja. Warum bist du nicht Popsängerin geworden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir echt überlegt. Ja. Ich habe auch so Musicals und so gemacht. Ich habe mir dann ehrlich gesagt gedacht, dass total viele Leute total gut Pop singen können. Aber klassisch nicht so viele. Also klassisch war irgendwie was mich von den anderen unterschieden hat. Was auch war, ich hatte eine gute Lehrerin am Konz in St. Pölten, am Kirchenkonservatorium. Und die meinte, wenn du halt Musical machst und du hast eine tolle Karriere, dann singst du 10 Jahre lang jeden Tag König der Löwen oder so. Und in der klassischen Musik gibt es einfach viel mehr Vielfalt. Und das hat mich damals angesprochen und darum habe ich mich fürs Klassische entschieden. Das war mein erster Wettbewerb in Ceylan, Prima la Musica. Das ist ein total schlechtes Foto, aber da war ich 11 oder so. Ich
kann mich noch erinnern, ich war, glaube ich, eine von zwei Bewerberinnen in meiner Alterskategorie. Deswegen hast du auch gewonnen. Nein, das war nicht das Allerärgste. Ich habe nicht einmal gewonnen, weil das war damals, ich weiß nicht, wie der Wettbewerb jetzt aufgebaut ist, aber du kriegst sozusagen Punkte. Es gibt erster, zweiter, dritter, vierter Platz oder so und du wirst einem zugeteilt. Und mir wurde damals mit 11 gesagt, ich sei so jung, man könnte das nicht sagen, ob das mit dem Gesang was wird und wie sich das alles weiterentwickelt. Ich soll einfach weitermachen. Das war es dann irgendwie für mich. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache einfach weiter, aber ich mache keine Wettbewerbe mehr, weil wenn mir jemand sagen kann, sie wissen es nicht, warum sollte ich das dann machen? Und dann habe ich erst wieder mit Wettbewerben begonnen, da habe ich schon studiert. Ich habe eigentlich erst am Mozarteum gemerkt, was der Beruf wirklich bedeutet. Und als ich in der Royal Academy of Music vorgesungen habe, hat man mir ein Vollstipendium angeboten. Und erst da war mir bewusst, dass ich das auch wirklich machen kann. Also ich kann mich erinnern, ich habe mein Studium begonnen, immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mit 24 dann nochmal irgendwas anderes studieren muss, weil die Prozent, ich glaube, es sind 2% von Musikstudenten, die dann wirklich in diesem Beruf auf der Bühne stehen und nur damit ihr Geld verdienen. Und deswegen war ich da eigentlich immer relativ pragmatisch. Ich habe das immer eher locker gesehen. Dass es sich dann so entwickelt hat, ja, war schön. Hier kommen jetzt die Snowboard-Fotos. Du hättest ja auch professionelle Snowboarderin werden können, oder? Nein. Wir haben damals sehr viel trainiert. Wir haben auch diesen Titel gewonnen. Wir waren damals Jugendstaatsmeister im Snowboard. Border Cross. Aber die sportliche Richtung dafür war ich, da hat mir der Ehrgeiz und, glaube ich, auch das Talent gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt so viele Bilder, wo alle ganz lieb schauen und ich muss immer irgendeine Kremasse ziehen, irgendwas ist immer da. Man muss immer herausstechen. Also das ist, glaube ich, echt in den Genen schon, war immer irgendwie da. Ja, schaut ein bisschen nach Rapid-Dress aus. Also zu Rapid habe ich leider überhaupt keinen Zugang. Aber du hast doch Fußball gespielt auch? Ja, ich war 2 Jahre in einem Damenfußballteam im Nachbarort. Und welche Position hast du gespielt? Ich war rechts in der Abwehr. Klingt ja alles ein bisschen nach einem braven Leben. Warst du gar nicht so, also Disco am Tirger in St. Pölten? Naja, sicher habe ich das auch gemacht. Also, ich bin in St. Pölten in die Schule gegangen und fortgegangen. Das, so ehrlich muss man sein. Ich würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das stimmt, ich schaue wirklich total brav aus. Vielleicht habe ich die falschen Fotos ausgesucht. Ja, ja, sehr brav. Vierhändig Klavier gespielt. Mit Michael? Nein, das war ein Freund von mir. Okay. Wir sind relativ viel gelaufen. Das ist sogar in St. Pölten der Stadtlauf, glaube ich, war das. Eigentlich ist mein Vater diese Wettbewerbe immer gelaufen, die Hauptwettbewerbe. Und da war immer Kinderlauf und den bin ich ja nie gerannt. Die Besten kommen aus Kirchberg. Das ist bei der Stereoanlage. Ich habe, seit ich mich erinnern kann, auf diesem Plattenspieler als Kind einmal am Tag Zauberflöte gehört. Da gab es so eine wunderschöne alte Schallplatte und die habe ich täglich gehört, mit der Kinderzauberflöte. Hier ist der liebe Michael. Ah, ja. Unser Klavier. Und wir haben anscheinend, also wir haben schon immer wieder so Konzerte veranstaltet, gesungen, gespielt. Aber habt ihr zu Weihnachten zum Beispiel immer gesungen? Ja. Schon, gell? Ja, mit meiner Mutter. Mhm. Das ist beides die Pamina in Hamburg. Naja, wenn man so irgendwie vom Kirchberg an der Bilach über St. Pölten dann in die weite Welt, in die Scala kommt, nach Hamburg kommt, Covent Garden kommt, schon ganz gut, oder? Passt gut. Also, ich habe mir es so nicht träumen lassen, aber es funktioniert wunderbar, es macht mir total viel Spaß und ich habe jetzt gemerkt, ich möchte auch immer wieder hierher zurückkommen. Ich habe hier meinen Kraftpunkt, meine Wurzeln, genau. Ich tanke hier auf und dann gehe ich wieder raus und zeige mein Temperament auf der Bühne. Thank you.
jetzt eigentlich mein Schulweg. Ja? Ich bin immer, genau, da raus, Bahnhof und dann Richtung Stadt rein, durch die Stadt durch. Zum Burg. So, wir würden jetzt da links gehen, aber hier ist das Tellerhaus. Das da hier, gell? Genau, das sind eben diese Teller an den Fenster. Ich habe das letzte Mal dies bewusst angeschaut, da war ich gerade mit der Volksschule auf St. Pölten Tour. Aber das ist was Besonderes für St. Pölten. Oh.